Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zur 31. Sitzung des Stadtrates in dieser Wahlperiode begrüßen. Stelle die ordnungsgemäße Leitung und die Beschlussfähigkeit fest. Bereits vor einigen Minuten hatten sich 49 Mitglieder des Dresdner Stadtrates eingetragen gehabt, also insoweit eine sichere Beschlussfähigkeit. Lassen Sie mich vor Beginn der Sitzung gleich etwas zu den Umständen dieser Sitzung sagen. Paragraph 6 Absatz 2 der am Montag in Kraft getretenen sächsischen Corona-Notfallverordnung sieht vor, dass nur zwingend erforderliche Gremiensitzungen durchzuführen sind. Für diese Sitzung besteht dann die Pflicht der Teilnahme zur Vorlage eines Impfgenesenen oder Testnachweises. Deshalb auch heute die Kontrolle am Eingang der Halle. Gemäß Paragraph 5 Absatz 3 Nummer 8 sächsische Corona-Notverordnung besteht bei der Sitzung die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, also auch am Platz. Ich bitte, dies einzuhalten. Ich bin vielleicht die einzigste Ausnahme, das ist für die Verständlichkeit, weil die Abstände auch groß sind. Wenn Sie am Mikrofon sind, wäre das die Ausnahme, die ich sage, die sollten wir uns auch für die Verständlichkeit genehmigen. Aber ansonsten gilt der zwingende Einhalten des Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Wenn die Sitzung an sich nur durchgeführt werden darf, wenn sie zwingend erforderlich ist, bedeutet dies auch, dass die Tagesordnung inhaltlich so zu gestalten ist, dass nur rechtlich oder tatsächlich dringende Angelegenheiten zu behandeln sind. Ich würde diesen Grundsatz allenfalls auf Tagesordnungspunkte ausdehnen, die wir ohne Debatte abstimmen können. So haben wir das auch am Montag in der Ältestenratssitzung besprochen. Ich nehme daher, wie am Montag angekündigt, die Tagesordnungspunkte 2, 3, 10, 2, 10, 3, 13, 16, 17, 18 und 19 von der Tagesordnung. Und wenn Sie auch den Blick, haben Sie alle oder soll ich nochmal wiederholen? Also 2, 3, 10, 2, 10, 3, 13, 16, 17, 18 und 19 nehme ich von der Tagesordnung. Sie sehen auch, mit Blick hier auf das Podium, dass ich nur diejenigen Beigeordneten gebeten habe, an der Sitzung teilzunehmen, die für die vorgesehenen Tagesordnungspunkte zwingend erforderlich sind, um auch da es auf ein Minimum zu reduzieren. Sofern im Vorfeld der Sitzung auf die Dringlichkeit der Behandlung der Tagesordnungspunkte 10.1 verwiesen wurde, so habe ich gerade auch nochmal die Ältesten zu mir gebeten und Ihnen meinen Vorschlag zum Umgang gemacht. Wir behandeln den Antrag sowie die teilweise gestern dazu gestellten umfangreichen Ersetzungs- und Ergänzungsanträge heute nicht im Stadtrat. Ich schlage Ihnen vielmehr vor und stelle zur Abstimmung den Antrag beschließen und öffentlich in einer Sondersitzung des Ausschusses für Gesundheit und Krankenhäuser Ende der kommenden Woche, das ist, um die Ladungsfristen einzuhalten, zu behandeln und abstimmen zu lassen. Bis dahin kann Ihnen die Verwaltung auch Hinweise geben, welche Punkte der Ersetzungsanträge möglicherweise in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters fallen, sodass ich einer Beschlussfassung am Ende widersprechen müsste. Erinnere daran auch gerade eine richterliche Entscheidung, die da gerade getroffen worden sind. Bei Zustimmung zu meinem Geschäftsordnungsantrag würde der Antrag 0242 aus 21 inklusive aller Änderungsanträge daher zur Beschlussfassung in den Ausschuss für Gesundheit überwiesen, damit er dort unter Berücksichtigung der jetzt geltenden Regelung und bezüglich der Rechtmäßigkeit der einzelnen Beschlusspunkte unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung beschlossen werden kann. Das würde ich Ihnen einmal vorschlagen. Und darüber würde ich jetzt auch gleich, nachdem ich noch die restlichen Punkte vorgetragen habe, dann zur Abstimmung schreiten. Ohne Debatte
haben wir heute die Tagesordnungspunkte 11, 12, 13 und 15 im öffentlichen Teil sowie 21 im nicht öffentlichen Teil. Auf eine Pause sollten wir aus zeitlichen Gründen und auch aufgrund der sonstigen Gruppenbildung zu vermeiden verzichten. Ich bitte Sie daher, sich während der laufenden Sitzung, gegebenenfalls bei der Durchführung der Wahlen, die am Ende der Sitzung anstehen, zu stärken. Mir liegen weiterhin zwei als eilig angezeigte Anträge vor. Der erste betrifft die Forderung, die Städtebauförderung 2022 rechtzeitig und in entsprechender Qualität zu beantragen. Das machen wir natürlich auch unabhängig von dem Antrag. Ist daher nicht erkennbar, warum wir diesen Antrag heute ohne Einhaltung von Form und Frist behandeln dürften. Und ich weise auch nochmal darauf hin, was ich eingangs gesagt habe, zu den generellen Thematiken des Umfangs der heutigen Tagesordnung. Das weitere Verfahren zu diesem Antrag werden wir dann am Ältestenrat am kommenden Dienstag besprechen. Der zweite Antrag betrifft das Wiederaufleben der Impftaxis für Dresden zur Unterstützung der Wahrnehmung von Corona-Impfterminen für Personen, die das 70. Lebensjahr verendet haben. Wie Sie schon der Presse entnehmen konnten, bereiten wir derzeit ein Impfzentrum hier in der Messe Dresden vor. Der Freistaat Sachsen hat die davor nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt und gemeinsam mit dem DRK sind wir seit Tagen in der intensiven Vorbereitung. Wir werden am kommenden Mittwoch, dem 1. Dezember 2021, starten, indem wir die mobilen Teams hier in der Messe zusammenziehen. Damit verhindern wir im ersten Schritt, dass die Menschen weiterhin in der Kälte anstehen müssen und schaffen der Sache angemessene Logistik. Im nächsten Schritt werden wir durch zusätzliches Personal die Kapazitäten deutlich erhöhen. Nach Rücksprache mit dem DRK wäre es dann möglich, rund 2000 Menschen pro Tag zu impfen. Mit diesem Schritt wird das Terminsystem auch wieder aufgesetzt, so auch, dass dieses verhindert, dass weiterhin lange Schlangen sind. Das ist dann auch der Zeitpunkt, in dem wir das Impftaxi für Dresdnerinnen und Dresdner über 70 Jahre sofort wieder anbieten werden, so wie im Antrag der Linken zu Recht gefordert. Der bereits gefasste Stadtratsbeschluss lässt es zu, dass wir hier keine neue Beschlussfassung benötigen. Und die Gespräche mit den entsprechenden Unternehmen sind bereits angelaufen, sodass sobald das Terminsystem steht und wir damit eine sichere Grundlage haben, wir auch dann das wieder anbieten. Auch die finanziellen Ressourcen sind aus dem damaligen Beschluss noch vorhanden, sodass wir jetzt keine aktuell notwendige Neubeschlussfassung und damit heute die Aufnahme des Eilantrages benötigen, sondern in dem Sinne des Antrages verfahren würden. Meine Damen und Herren, die Ursache für die Wucht der vierten Welle liegt allen Experten zufolge an der niedrigen Impfquote. Die kommunale Gemeinschaft hat mehr als deutlich gegen die Schließung der Impfzentren im September Stellung bezogen, aber wir haben kein Gehör gefunden. Heute ist klar, der Schließung der Impfzentren, der Glaube, die niedergelassenen Strukturen wären in der Lage, sie zu ersetzen, ist eine der folgenschwersten Fehleinschätzungen der Pandemie. Wir werden als Stadtverwaltung alles dafür tun, damit jetzt sowohl die Boosterimpfung als auch die Erst- und Zweitimpfung so schnell wie möglich gewährleistet werden können. So, damit eröffne ich die Sitzung und frage Sie zunächst, ob es auch weitere Anträge zur Tagesordnung gibt, und würde danach auch den meinigen Antrag mit zur Abstimmung stellen. Herr Schollbach, wir sind ja nie in der Geschäftsordnung, sondern wir sind bei der Tagesordnung. Herr Schollbach zunächst und dann Herr Dress. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Fraktion Die Linke hat am gestrigen Tag einen Antrag eingereicht zur Reaktivierung der Impftaxis. Weil zunächst keine Vorbereitungen erkennbar waren, die Impftaxis wieder einzusetzen.
Herr Oberbürgermeister, Sie haben jetzt angekündigt, dass Sie das Ansinnen des Antrages aufnehmen, dass also die Stadtverwaltung diese Impftaxis wieder vorbereiten wird und zur Verfügung stellen wird. Das begrüßen wir außerordentlich, denn es ist jetzt ganz wesentlich, dass wir insbesondere die ältere Bevölkerungsgruppe, die ja besonders gefährdet ist, schützen vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Deshalb ist es gut, dass das, was der Stadtrat im Frühjahr beschlossen hat, nämlich Impftaxis für diese Personengruppe zur Verfügung zu stellen, dass das wieder kommt. Das begrüßen wir. Wir müssen mit dem Impfen vorankommen, um die Bevölkerung zu schützen, um die Inzidenzen zu drücken und um Menschenleben zu retten. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte gern die Überweisung des Tagesordnungspunktes 9, Fahrradstraße am Kleinen Schachwitzer Ufer, in die Ausschüsse Umwelt und Kommunalwirtschaft sowie Stadtentwicklung und Bau beantragen. In der ursprünglichen Beratungsfolge zu diesem Antrag war die Behandlung in beiden Ausschüssen vorgesehen. Das ist dann nicht passiert, weil das Verfahren verschnellert wurde. Ich glaube aber, diesem Antrag kann es durchaus gut tun, nochmal fachlich von den beiden Fachausschüssen bewertet zu werden und erst dann hier im Stadtrat final votiert zu werden. Und deswegen beantrage ich die Überweisung. Habe ich notiert? Als nächster Herr Lichti. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, für die wichtigen Informationen zum Impfzentrum, die Sie gegeben haben. Gestatten Sie eine Nachfrage. Wird dort auch eine Priorisierung stattfinden bezüglich der besonders verletzlichen älteren Menschen beziehungsweise der, die eben im Krankenhaus oder im Pflegebereich auch besonders gefährdet sind? Als nächster Herr Böhm. Herr Oberbürgermeister, ich hätte es sonst als persönliche Erklärung gemacht, aber da der Kollege Scholbach ja auch zur Tagesordnung gesprochen hat und zu seinem Eilantrag oder zum Eilantrag der Linken, ich finde es bedauerlich und kann es auch nicht nachvollziehen, dass Sie unseren Eilantrag zur Städtebauförderung nie als eilbedürftig ersehen. Da gibt es eine Antragsfrist Ende Januar. Wir sind jetzt Ende November. Das ist dieses Jahr richtig schiefgelaufen. Insoweit ist das schon wichtig. Und vor allen Dingen haben wir auch Erkenntnisse, dass das Thema Fernsehturm, was Ihnen ja selber persönlich auch am Herzen liegt, was jetzt rausgefallen ist aus den geplanten Förderanträgen, dass da vielleicht auch eine Möglichkeit gäbe. Wenn Sie jetzt den Antrag nicht zulassen, dann bedeutet das, dass hier wieder ein Monat verloren geht und dass zum Schluss die Verwaltung, wenn er im nächsten Stadtrat beschlossen wird, gerade noch mal zwei Monate Zeit hat und das über Weihnachten, um sich mit dem Thema zu befassen. Also da ist Kollege Kühn schon aktiv an der Erarbeitung. Jetzt Herr Gilke als Nächster. Herr Oberbürgermeister, da so viele persönliche Erklärungen zurzeit kommen, nutze ich die Gelegenheit auch. Ich spreche nicht für meine Fraktion, ich spreche für mich als Mitglied dieses Stadtrates und möchte die 3G-Regeln kritisieren und rügen. Hintergrund ist, es ist insgesamt bekannt, dass Genesene und Geimpfte erstens sich infizieren können und zweitens die Infektion weitertragen können. Wirkliche Sicherheit kann es nur geben, wenn alle getestet sind. Ich möchte Sie bitten, bei weiteren Veranstaltungen dies zu bedenken. Vielen Dank. Dann als nächstes Herr Laczynski, also auch das nochmal als Hinweis, jeder darf gerne und sollte das auch tun, sich zusätzlich zu dem, dass er genesen und geimpft ist, noch zusätzlich zu testen, dann geht er mit einem noch höheren Grad an Sicherheit auf seine Nachbarn zu. Das hatten wir auch am Montag schon im Ältestenrat entsprechend besprochen. Jetzt war als nächstes Herr Laczynski. Herr Oberbürgermeister, zunächst möchte ich Sie bitten, zum Top 13 vielleicht mal zu präzisieren, ob er jetzt wirklich vertagt ist oder ohne Debatte behandelt wird, weil er in beiden Fällen genannt wurde von Ihnen. Da wäre ein klares Vorgehen, denke ich, sicher lobenswert. Zweitens wollte ich noch eine Gegenrede zu der Zurücküberweisung des Tagesordnungspunktes 9 halten. Sowohl der Bauausschuss als auch der Umweltausschuss hatte die Möglichkeit gehabt, sich mit diesem Antrag zu befassen. Er war auf der Tagesordnung.
Gerade auch im Bauausschuss gab es zu Beginn der Sitzung einen Hinweis, dass es dazu einen § 36 Aussetzungsverlangen gibt, bedeutet, dass er im nächsten Stadtrat behandelt werden wird. Dennoch hat man es in den 6 Stunden nicht geschafft, diesen Antrag zu behandeln. Entscheidend ist es ohnehin in diesem Fall, da es ja ein sehr lokaler Aspekt ist, der dort behandelt wird, dass der Stadtbezirksbeirat Leuben dort ein Votum gefällt hat. Das hat er, dieses Votum ist auch im System vorhanden. Und insofern möchte ich auch darauf hinweisen, wie gesagt, inwiefern es überhaupt zulässig ist, diesen § 36 Antrag überhaupt nochmal in die Ausschüsse zu schicken, also heute nicht zu behandeln. Vielleicht könnte ich dazu noch eine Stellungnahme bekommen. Und weiterhin gibt es auch einen Grund dieser Eilbedürftigkeit, nämlich die Möglichkeit der Widmung von Straßen und Wegen läuft Ende dieses Jahres aus. Das bedeutet, wenn jetzt in die Ausschüsse zurück verlagert werden würde, wäre diese Frist vermutlich dann gerissen. Deswegen möchte ich Sie bitten, dagegen zu votieren. Vielen Dank. Also nochmal kurz darauf geantwortet. Hier tatsächlich ist ein Fehler mir unterlaufen, dass die 13 zweimal genannt werden, so richtig aufgepasst. Also der 13er Punkt würde nicht von der Tagesordnung genommen, sondern wäre ein Punkt, der ohne Debatte stattfindet. Und so war es vereinbart. Und alle, die ohne Debatte sind, hatten ja gesagt, machen wir heute. Ansonsten sind wir nach Gemeindeordnung, wenn der Antrag nach Paragraph 36 Absatz 5 Satz 1 beantragt wird, nur darauf verpflichtet, sie auf die Tagesordnung zu setzen. Wenn es hier einen Antrag gibt auf Rücküberweisung, dann ist das, und er bekommt eine Mehrheit, dann ist der Gemeindeordnung in allen Punkten Rechnung getragen. So, dann war als nächster Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich möchte einen Antrag auf Rücküberweisung in die Ausschüsse für Bildung und auf Überweisung in den Ausschuss für Finanzen für den Tagesordnungspunkt 14 stellen, Schulartänderung. Begründung ist folgende: Mit der Beschlussfassung werden erhebliche Mehrkosten verbunden. Innerhalb des Antrages steht bei finanzieller Auswirkung Deckungsnachweis entfällt, sowohl bei Investiv als auch bei Konsumtiv. Sie, Herr Oberbürgermeister, haben beispielsweise bei der Beschlussfassung zum Altmarkt den Beschluss zurückgenommen, da der Beschluss gegen das Haushaltsrecht verstoßen hat und rechtswidrig gewesen ist, Ihrer Meinung nach, da es keine vorhandene Deckung für diesen Beschluss gegeben hat. Innerhalb des Beschlusstextes der zur eben genannten Vorlage steht beim Punkt 9 zum Beispiel, bis zur baulichen Fertigstellung ist eine Erweiterung mit mobilen Raumeinheiten notwendig. Diese ist mit Kosten verbunden, dafür gibt es keine Deckung. Insoweit ist es auch verwunderlich, dass der Finanzausschuss auch nicht befasst gewesen ist mit den Kosten, die im Begründungstext genannt werden, wo die Schätzungen bei ungefähr 8 Millionen bzw. 37, also rund 45 Millionen, liegen. Über diese Summen werden wir heute beschließen, weil sie konsequente Folgen des Beschlusses sind. Aber der Ausschuss für Finanzen war in keinster Weise damit befasst. Insoweit verwundert es mich, dass Sie sowohl in Ihrer Dienstberatung als auch im Ältestenrat dies so dahingenommen haben. Ich halte das für falsch, dass wir uns nicht mit den Kosten für diesen Antrag beschäftigen, meine Fraktion ebenso, und aus diesem Grund stellen wir den Antrag auf Überweisung in die beiden genannten Ausschüsse. Jetzt als nächste Wortmeldung Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte Ihrem Geschäftsordnungsantrag dahingehend widersprechen, dass wir schon der Meinung sind, dass das Thema, das im 10.1 Antrag der Grünen mit diversen Ersetzungsanträgen aufgeworfenen Fragen von so zentraler Bedeutung sind, dass sie hier in diesem Stadtrat zu behandeln sind und nicht in einen Ausschuss verschoben werden dürfen. Zumal, und dieses Eindrucks können wir nicht erwehren, entgegen auch Ihrer Rechtsauffassung, dass es alleinige Aufgabenstellung des Oberbürgermeisters ist, sich dieses Themas anzunehmen, was Sie auch dazu gebracht hat, einen entsprechenden Antrag meiner Fraktion vom Tisch zu wischen. Wir schon der Auffassung sind, dass es wir als gewählte Vertreter sind, die hier an dieser Stelle auch unsere Willenserklärung auch
gegenüber der Verwaltung, gegenüber Ihnen, Herr Oberbürgermeister, zum Ausdruck zu bringen haben. Und ich gestatte mir ferner den Hinweis, dass auch Ihr Angebot, dies in einer öffentlichen Sitzung beschließend im Gesundheitsausschuss zu tun, nicht davon das Recht nicht immer noch da ist, dass eine Minderheit in der Lage ist, durch das Heben in den Stadtrat sozusagen das Ganze wieder auf die lange Bank zu ziehen, schieben. Deshalb ist Ihr Vorschlag gut gemeint, aber eben nicht ausreichend, um hier einer Situation, wo Dresden nahezu von einem Tsunami, allerdings einer, den die Seismographen vorausgesagt haben, überrollt wurde, hier heute von der Sitzung zu nehmen. Als nächste Wortmeldung Herr Schulte-Wissemann. Ich sehe gerade, Sie hatten ja Punkt 16 auch vertagt, glaube ich. Ich sehe, da habe ich eher einzige Wortmeldung. Wenn mein Rückziehen einer meiner Wortmeldung dazu führen könnte, dass wir es heute doch beschließen, dann würde ich meine Wortmeldung jetzt hiermit, also ich ziehe sie zurück. Also, gut, nehme ich nochmal auf. Herr Lichtieber noch. Ich wollte dem Rückverweisungsantrag vom Herrn Nitsche widersprechen. Es geht hier um den Tagesordnungspunkt 14, Schulartänderung. Dabei geht es um die Einführung der Gemeinschaftsschulen in Dresden. Wir haben das im Bildungsausschuss ausführlich auch mit den Schulleiterinnen erörtert. Und aus meiner Sicht wurde sehr überzeugend und dringlich dargestellt, dass wir diesen Beschluss brauchen. Und deswegen bitte ich, dass der Stadtrat diesem Vorschlag nicht folgt, sondern dass wir heute die Gemeinschaftsschulen endlich beschließen können. Vielen Dank. Weitere Anträge zur Tagesordnung sehe ich erstmal nicht noch. Die Antwort an Herrn Lichti. Also es ist im Moment so vorgesehen, dass es im Terminsystem laufen wird. Das wird aber dann eben keine Bevorzugung von Gruppen vorsehen, sondern eben allgemein. Wir bemühen uns ja auch schon seit geraumer Zeit gerade, was die Impfteams für die vulnerablen Gruppen angeht, eine Stärkung zu bekommen beim Sozialministerium, um eben auch dringend notwendig die Boosterimpfungen in den Heimen noch professioneller durchzuführen. Leider bisher mit dem Erfolg, den wir sehen. So, dann kommen wir jetzt, bevor wir in die Abstimmung kommen. Es ist, und das würde ich dann so mit vorsehen, ich hatte eine Wortmeldung, das war Herr Dr. Schulte-Wissemann zu dem Tagesordnungspunkt 16. Wenn er jetzt dadurch signalisiert, er würde darauf verzichten, wäre es genauso ohne Debatte. Ich frage dennoch mal hinein, von jemand anders nochmal Debatte gewünscht, dann würde es nicht auf der Tagesordnung sein. Wenn wir es ohne Debatte machen können, dann würde ich es durchziehen. Ich sehe keinen Widerspruch, also würde auch Tagesordnungspunkt 16 ohne Debatte mit auf der Tagesordnung bleiben. Wir haben jetzt zunächst meinen Antrag, den Tagesordnungspunkt 10.1 mit allen entsprechenden Änderungsanträgen in eine Sondersitzung, die natürlich form- und fristgerecht für Ende nächster Woche des Gesundheits- und Krankenhausausschusses eingeladen wird, zu verweisen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen. Eine Enthaltung, vier Gegenstimmen und und 58 Ja-Stimmen, damit so angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9. Hier war Rücküberweisung beantragt in die Ausschüsse Umwelt, Kommunalwirtschaft und Stadtentwicklung und Bau. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen?
44 Ja, 20 Nein, keine Enthaltung. Damit wäre das so auch stattgegeben. Dann haben wir den Antrag auf Rücküberweisung des Tagesordnungspunkt 14 in den Bildungs- und in den Finanzausschuss. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Ja, 47 Nein, keine Enthaltung, dann wäre das so abgelehnt. Damit müssten eigentlich alle Anträge durch sein. Deswegen darf ich die so angepasste Tagesordnung zur Abstimmung stellen. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Bei 3 Gegenstimmen, keine Enthaltung und 60 Ja, wäre die Tagesordnung besteht.